Vom Löten her ist jetzt ganz wichtig, man hat alles hier mit Marat, Lötzinn, Flussmittel. Und beim Flussmittel ganz wichtig, vorher irgendwo auf der Seite schauen, dass der Stift drin. Ja. Ja, Laufdrucker, bei mir das wirklich schön was rausrinnt, weil da hat man fast keine Chance mehr, dass man irgendwie draufdruckt und umeinander druckt. Da muss man zugefahren, ganz knapp bis zum Chip, man sieht es da rinnt schön rein. Flussmittel auf die Garmin-Spitzen drauf und dann zuge. Der Robert war parallel, das sieht man jetzt gut. Und er bringt die Hitze damit voll auf den Chip um. Er fährt so langsam, dass die Pipe und Pin gleichzeitig erwärmt. Und das ist eigentlich das Geheimnis, warum das überhaupt funktionieren kann. Das ist jetzt ein Schnurzpip, egal wie viel Hitze da ist. Das ist auch wurscht, wie es ausschaut. Spielt keine Rolle derzeit. Ja. Was ich noch meistens mit nur zweite Seiten dazu sind und nachher nur mal schauen, ob er liegt. Ne? Ob er noch liegt. Und dann kann ich endlich vom SMD-Roboter raus. Ja, das passt gut. Und dann kannst du noch rühren, da kann man noch arbeiten damit. Ganz langsam fahren, das ist auch ein Riesengeheimnis. Die Pulpen fahren oft so hektisch, oder? Langsam, Wärme muss hin, physikalischer Prozess, nicht. Das spielt verrückt. Ja. Sind zwei Seiten normalerweise schon fixiert. Schauen wir mal kurz mit der Bild noch, mit der Rupen noch. Ich sehe, das schaut fürchterlich aus, aber wenn ich da die ersten zwei Pins anschaue, dann bin ich mir absolut sicher, dass er schon gescheit fixiert ist. Ja, gescheit, ja. Perfekt. Dass er gescheit drinnen liegt. Ne? Auf die zweite Seite noch ein anderer dazu, da kann überhaupt nichts mehr sein. Kurzschlüsse sind völlig egal in der Phase, im Gegenteil, das ist so, fertig. Ich löte dann alles fertig, weil putzen, das sage ich auch den Kids immer, erst ganz zum Schluss. Zuerst muss das Ding bitten und bellen und bombenfest liegen. Und dann geht das Reinigen auf einmal von den Lötschen machen. Ne? Und jetzt sehe ich, solange ich nicht auf alle vier Seiten ist, schaue ich, dass ich so weit wie möglich nur wie im Drucker nicht bin. Robert? Bin ich wieder nicht schwarz? Nein, Fokus ein bisschen. Jetzt. Der steht parallel darüber, ich war da ganz knapp am Chip entlang, das hat Hitze am Chip. Das ist nämlich das große Geheimnis, der Chip muss nicht temperatur werden. Und du hast nur die Kupferflächen drin. Kriegst du noch? Da ist natürlich verbrennt. Nein, noch nie passiert. Wenn du fest nach unten drückst, reißt sich die Leiter vor. Nein, aber dass ich zu lang hinwärts, 10 Sekunden, 300 Grad, hält aber sowieso aus, du wirkst nie die Temperatur. Es ist ganz wichtig, dass die Garmin sauber ist. Also die muss komplett ohne Lötzinn sein. Ich sag die Ode, weil da auf der Ode schreiben. Sonst erzählt sie es nicht hoch. Wenn man die großen Lücken können, dann lassen wir das. Ja, gehen wir nicht so bald an die Sparung. Genau. Und die ist auch Also sieht man auch super gut, wie der Robert mit der leeren Gullwing-Spitze eigentlich das Zinn auserzählt jetzt. Mittlerweile habe ich 300 Stück von denen verbaut. Cool, ja. Also im letzten Jahr. Ja, letzten Jahr. Los, immer bei jedem Schuh durch, weil wir müssen auch auf das Gefühl dafür können. Wir müssen eigentlich. Nicht zu wieder. Bis
wissen, was die Autorität ist. Natürlich. Wenn du Schülerarbeiten möchtest. Da in der Beschreibung. Du wächst nicht, warum du es. Das Blöde ist nicht, weil ich sage, egal wie man mich anschaut, ich habe keine Du bist jemand, die Lüfte jetzt nicht unbedingt so schnell. Sie hat so schnell weg, ohne meine Tote nicht zu verstehen. Dann schiebt man sich über den Haufen, was dann noch in der grausamerweise passiert. Die schiebt man sich unter bei noch über die anderen Pilze drüber. Dann noch ein paar Kurzschlüsse drauf und das bringen wir noch ein paar. Frau Schuss, die um 5 Uhr deine Frage, dass die nicht schon mal das ist voll schwach. Wenn ein bisschen erwartet wird, dann haben wir den sauber gekriegt. Ja, da hast du was. Der Grund, warum ich meine Lückmethode bei dir ein bisschen umgestellt habe. Also für mich zumindest. Weil die Kids kann man nicht. Ja, ich krieg noch den Knochen hin. Schauen wir mal beim Flussmittel, ob es jetzt gerne. Das ist besser, das ist nicht so gut. So, seht ihr, da sind noch ein paar Verbindungen drauf. Die sind dann gleich einmal weg. Das ist einfach nur Spielerei und eine Frage der Zeit, bis dann die noch einmal runterbringen. Und dieser. Immer die Eckpunkte ist immer das Problem. Aber ansonsten, wenn man schaut, die eine Seite, die war zuerst auch ziemlich verpickt, die schaut schon relativ sauber aus. Und so soll es noch im Endeffekt